Du willst ein paar gute Spieler kaufen oder ein paar Packs öffnen, aber dir fehlen die nötigen Coins? In der Videobeschreibung habe ich für dich einen Link zu MMOGA. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 15 Ultimate Team Pack Opening. Und ja, wir haben das nächste Team der Woche, nachdem wir sehr, sehr lange probiert haben, Ronaldo zu ziehen. Müssen wir jetzt leider Abschied davon nehmen. Und ja, im Moment gibt es diese Foot Xmas Packs oder wie auch immer. Wollen wir direkt mal reingucken. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Gerne lasst auch ein Däumchen nach oben da. Und falls ihr Game Keys, Game Cards oder auch Coins braucht, schaut in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu MMOGA. Gut, und ihr seht hier noch verbleibend 13 Stunden. Die 25 K-Packs. Es waren gestern 35 K-Packs. Die habe ich einfach übersprungen, weil ich habe keine guten Erfahrungen mit 35 K-Packs. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, lassen wir es einfach mal. Und wir machen hier mal die 25 K-Packs auf. Einen nach dem anderen. Und ja, was wollte ich euch erzählen? Das ist ja scheinbar nicht so ganz angekommen. Oh, ich sollte eigentlich auch ein Yoshi-Pack wieder machen. Ja, werden wir gleich machen. Ist ja so, da war so ein Kommentar unter dem letzten Video, unter dem letzten Pack-Opening. Da war so die Frage, ja, warum machst du keine aktuellen Packs auf? Ja, das liegt daran, dass ich zuletzt Prüfungen hatte. Das haben ja viele nicht mitbekommen, die uns vielleicht nicht auf den Social-Media-Seiten folgen. Dass ich Prüfungen hatte und dafür habe ich dann halt vorproduziert. Da konnte ich jetzt nicht jeden Tag Packs aufmachen, weil, ja, ich lernen musste. Und, ah ne, ich glaube, der ist auch nichts wert. Und deswegen habe ich sehr viel mit diesen Ronaldo-Pack-Openings vorproduziert, damit es wenigstens etwas gibt auf unserem Kanal. Und ich hatte halt vielleicht noch die Hoffnung, dass ich da Ronaldo ziehe, aber das hatte ich ja offensichtlich erledigt. Da haben wir ja nichts von gezogen. Und, ja, das war so die Intention dahinter. Und wenn ihr... Oh, Schuster, cool. Wenn ihr also immer auf dem Laufenden sein möchtet, ja, was so Real-Life-Infos oder sonst irgendwas gibt, schaut einfach auf unseren Social-Media-Seiten vorbei. Also seht ihr links Twitter, Facebook, Instagram und so weiter. Da werdet ihr dann auch immer informiert. Hier auf YouTube ist das so schwierig möglich, dann müsste ich für jedes Spiel News, die ich mir eben kurz posten wollte, ein Video drehen und so weiter, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Das ist ein bisschen doof. Sammy Khedira und McGiddy. McGiddy packe ich einfach mal auf die... Nein, den will ich nicht dazu machen, sondern auf die Transferliste. Khedira, ist der noch was wert? Ich glaube, der ist fast gar nichts wert, ne? Wir gucken nochmal. Sammy Khedira. Ich habe schon wieder nicht mit Yoshi aufgemacht. Ja, also so viel nur so als Information. Warum es die ganze Zeit ein Ronaldo Team of the Week Pack Openings gab und nicht irgendwie... schon die nächsten, ne? Ist ja irgendwie klar, wenn man zu wenig Zeit hat, ich kann halt nicht mich 10 teilen, sozusagen. So, wir machen hier mal Controller kurz hoch. Und zack, wir machen ein Yoshi Pack. Okay, zack. Zack. Okay, Yoshi, was meinst du? Wird es was? Jedes Mal dabei lachen. Ah, Jones. Ja, ist schon okay. Okay. Nehmen wir mit. Ansonsten, den Dr. Jonas müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Nee, da ist leider nichts bei gewesen, Yoshi. Sorry, da war nichts. Okay, probieren wir den nächsten. Zack. Zack. Boom. Okay. Also, da haben wir es. Yoshi, meinst du, jetzt kommt deine Innenform? Oder Ronaldo? Nee, aber Chiellini auch nicht schlecht. Nehmen wir mit. Haben wir schon. Schade. Chiellini, was bist du denn wert? Der ist eigentlich kein schlechter Verteidiger. 87 Defense, das kann sich eigentlich sehen lassen. 7000. 5400. Wer bietet weniger? 5000. 5000, wa? Okay. Stellen wir mal rein für 5000. Gut. Ja, also ist sogar ziemlich wichtig, die Packs aufzumachen. Die Packs sei schon, die auf der Social-Media-Seite zu folgen, weil ihr dann erstens immer up-to-date seid, was die Folgen angeht, ja, und ihr auf jeden Fall keine Informationen verpasst. 1100, ja, geil. Okay, der Rest kann weg. Der da rechts, keine Ahnung, ist auch okay. Was gibt es noch? Es gibt noch ein interessantes Thema. Gestern Abend hat Simon ungespielt. Angekündigt, dass er seine Kanäle schließen wird, weil ja, er erstens keinen Support von Mediakraft bekommen hat und als er dann Support bekommen hat, oder angeblich Support bekommen hat, zum Beispiel, also es geht jetzt nicht nur rein um materielle Dinge bei dieser ganzen Geschichte,
er wollte halt einfach mal gefördert werden von Mediakraft. Ja, und die haben sich ja praktisch dagegen gesträubt. Also er hat sehr schnell festgestellt, dass wir jetzt kein allgemeines Hate sozusagen gegen Mediakraft oder so machen, aber was er so erzählt hat, ist eben, dass die ja, das werdet ihr wahrscheinlich auch alle schon gesehen haben, das Video, vermute ich mal, sonst einfach mal reinschauen da. Dass die einfach ganz unterschiedliche Interessen haben, im Gegensatz zu ihm. Und das ist ihnen schon recht früh aufgefallen, aber ich vermute einfach mal, dass es irgendwie so ein fetter Knebelvertrag ist. Dass er da halt nicht so leicht rauskommt. Und damit er die nicht weiter unterstützt, möchte er halt seinen Kanal schließen und hat einen neuen deswegen aufgemacht. Einfach youtube.com/unge. Und das hat halt ziemliche Konsequenzen so bei ihm. Die haben ihn auch so gedroht, wenn er irgendwie irgendwas macht oder so. Also sie verlässt oder sowas, dann wollen sie ihn in die Insolvenz bringen. Das ist natürlich schon eine krasse Drohung. Ich denke mal, dass er das jetzt erzählt hat, da versuchen sie ihn wahrscheinlich dann einen Strick draus zu machen. Aber selbst wenn, also es gibt ja gute Möglichkeiten, um Privatinsolvenz durchzustehen. Man meldet sich einfach in England an, weil wir in der EU sind, können wir auch Insolvenz in England beantragen. Da dauert das Ganze nur ein halbes Jahr, statt irgendwie 7 Jahre in Deutschland. Und dann musst du halt einen Wohnsitz da anmelden und so weiter. Dann ist er nach einem halben Jahr damit auch durch. Aber ich glaube nicht, dass sie ihn da irgendwie in die Insolvenz treiben können. Ich wüsste nicht, also ich stecke da ja nicht drin in der Materie, was da so krass ist, was sie da so krasses machen könnten. Da hätten sie ihn ja komplett an den Eiern oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das schon eine krasse Geschichte. Da war ja gestern richtig Shitstorm auf Twitter. Und ja, auf jeden Fall schon mal ziemlich heftig. Aber sehr viele Leute, auch größere YouTuber, Social Gronkh und wie sie nicht alle heißen, haben da ihre Solidarität ausgesprochen, gesagt hier, ihr könnt vielleicht die Kanäle nähen, aber nicht deine Menschenwürde, deine Freiheit und so weiter. Fand ich schon ganz interessant, wie die Leute da so dahinter standen. Natürlich ist das irgendwann ein bisschen ausgeartet, dass dann sozusagen Unschuldige mit hineingezogen wurden, die eigentlich gar nichts damit dafür können. Ich weiß nicht genau, wer da irgendwie hineingezogen wurde. Also es ging wohl auch gegen Mitarbeiter und Partner von Mediakraft. Ich vermute einfach mal, dass auch da Leute was zwischen gegen Hivikuls United oder sonst irgendwas gesagt haben. Die sind ja halt bei Mediakraft. Oder Let's Play Noob oder wer auch immer da ist. Dass das eventuell auch gegen die ging, obwohl die ja nichts dafür können. Die sind ja halt nur Partner. Vielleicht sind die selbst in der gleichen Scheiße, ne? Obwohl der Noob gestern noch auf Facebook schrieb, dass er hinter Mediakraft steht. Hat halt nicht die besten Erfahrungen oder so, keine Ahnung, mit GameStar gemacht oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber wie man direkt hinter den Krachten stehen kann, weiß ich nicht. So wie man das jetzt ja gehört hat, auch in anderen Fällen schon, ist das ja wohl nicht der geilste Laden. Also man muss sich ja schon mal überlegen, in Netzwerken normalerweise, ja, es ist ja eigentlich, soweit ich das irgendwie festgestellt habe, je größer du bist, desto mehr Aufmerksamkeit schenken dir die Netzwerkbetreiber. Warum machen sie das? Naja, weil du eben sehr viel für die ja auch an Profit reinbringst. Deswegen versuchen sie, dich weiter zu pushen. Und ja, irgendwie scheint das wohl bei Mediakraft nicht der Fall zu sein. Die wollen halt, dass du lieferst, aber sonst geht es denen am Arsch vorbei. Also es ist wohl so ein bisschen, so wie es ausschaut, dass sie halt, wie auch Simon das irgendwie beschrieben hatte, dass sie den Laden möglichst groß aufpumpen wollen. Das heißt, dass der Markt jetzt sozusagen von Mediakraft stark ansteigt, wie so eine Blase immer größer wird und dann eben zum besten Zeitpunkt, der vielleicht jetzt sogar schon überschritten wurde, das Ding dann zu verkaufen, damit sie möglichst viel Gewinn haben. Und die Leidtragenden davon sind natürlich die Partner, ne? Die da drinnen dann irgendwie gefangen sind und plötzlich dann ohne Netzwerk dastehen, was auch schon ziemlich ungeil ist. Aber ihr könnt ja gerne mal gucken auf Twitter oder sonst wo. Einfach Hashtag Freiheit eingeben. Könnt auch gerne hier in die Kommentare schreiben. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Der Unge will heute sein erstes Video darauf rausbringen. Finde ich auch ganz gut. Kann man ja mal gucken, was er da rausbringt. Varo wird er wohl noch auf ungespielt zu Ende bringen. So wie es aussieht. Hätte ich eventuell
da auch schon direkt abgebrochen, aber ist ja seine Entscheidung, ne? Also ich hätte es eventuell da schon direkt alles gekappt. Ich hätte alle Videos privat gestellt und so weiter, damit die nicht noch einen weiteren View sozusagen von mir bekämen, ne? Aber er versucht die Kanäle dann, oder die Kanäle dann dicht zu machen, sobald es irgendwie möglich ist nach Varo. So verstehe ich das. So, viel haben wir hier jetzt nicht mehr. Joshi, willst du noch mal ein letztes Pack aufmachen? Okay. Okay, und? Ah, Sakko, ja, okay. Der ist gar nicht schlecht, aber auch nicht so besonders gut. Ich sag dann erstmal, danke fürs Einschalten. Oder haben wir hier noch ein paar Points? Ja, komm, ich habe hier noch ein paar Points, die eigentlich alle weg müssen. Und die hauen wir jetzt raus, da machen wir richtig mal ein bisschen den Schnelldurchgang. Ja, das ist so ein bisschen was zu dem Thema Freiheit umgespielt versus Mediakraft. Was genau die Hintergründe sind, da kommt man natürlich nicht so richtig rein. Und das kann er halt auch nicht alles im Detail erzählen. Ist halt so, dass er sich als Mensch dort nur ausgenutzt gefühlt hat, sozusagen, ohne dass sie Interesse an ihm haben. Das war so die Quintessenz. Es ging halt nicht allein irgendwie um Geld oder sowas, sondern da ist er halt zufrieden so, ne? Also ich wäre auch zufrieden mit 30 Millionen Aufrufen im Monat. Darum geht es natürlich nicht. Aber das Problem ist halt, dass die kein Interesse als Mensch sozusagen an ihn hatten, da nichts an Förderung kam. Und er hat eben das Beispiel gebracht, dass über der Longboard-Tour, das ist vielleicht problematisch, dass er das irgendwie erzählt hat, aber ich weiß nicht, ob das jetzt eigentlich egal ist. Bei der Longboard-Tour haben die einen Sponsor so gebraucht, weil durch die Gegend fahren und Hotel und hier und da ist halt schon sehr teuer. Obwohl ich mir halt ganz gut vorstellen kann, dass sie das an Gegenwert durch die Videos eigentlich rausgekriegt haben, aber keine Ahnung, also ist natürlich blöd, wenn man das vorab Kasse so machen muss und so weiter. So, und die haben sich dagegen gewehrt, so, nö, wollen wir nicht, ist uns egal, ne, macht doch was ihr wollt. Wir helfen euch da kein Stück, ja, dann müssten sie irgendwie was investieren, ne, da, man weiß es halt nicht. Und dann hatten sie wenigstens Internet unterwegs haben wollen und haben die Telekom dafür dann klar gemacht. Und als das dann bekannt wurde, eine Woche später oder so, als die Longboard-Tour schon lief, hat Mediakraft dann gesagt, ja, wir haben hier noch einen Sponsor am Start. So, dann ist die Longboard-Tour durchgelaufen und die haben das Geld für sich dann behalten oder das Sponsoring sozusagen, was natürlich auch sehr geil ist, ne? Also erst was dann im Nachhinein, damit man wenigstens noch irgendwie nett aussieht, sagen, ja, hier, oh, Diego, cool. Ja, hier, Logo, kriegt ihr. Und dann kommt dann doch nichts, ne? Also das ist schon echt heftig. Das ist schon ein krasser Tobak. Jetzt haben die auf Facebook auch gepostet, also Mediakraft auf Facebook gepostet. Sollten alle nicht so voreilig sein, ihr habt ja noch nicht unsere Seite gesehen. Was heißt deren Seite? Also natürlich, deren Seite ist natürlich auch nett zu hören. Aber ich, an sich denke ich mal schon, dass Simon so ein, ach schön, Mauri, ein Inform, wuhu, und das ohne Joshi, Mensch. also ich denke mal schon, dass Simon ein sehr integraler Mensch ist, dass man da jetzt nicht von ausgeht, dass er irgendwie das Blau vom Himmel hinunter lügt oder so. Ja, was die da vielleicht sagen können, er hat einen Vertrag mit uns, den muss er einhalten, Ende. So, und aber sie haben halt auch drunter geschrieben, wir wünschen Simon alles Gute, aber eine ganz komische Geschichte. Was ich halt nicht da verstehe, also dass Waititi, die stecken ja da mit drin, der Phil ist ja auch im Vorstand. Ob der da auch sowas mit zu sagen hat oder so, ich weiß es nicht. Ich kann mir echt das nicht vorstellen, dass von und für YouTuber sozusagen, dass man da dann, ja, keine Ahnung, dass dann so ein Scheiß da passieren kann. Also, ob es hauptsächlich der Krachten ist, weiß ich nicht. Es geht halt hauptsächlich da um den Vorstand, also sonst nichts irgendwie, ne? Also es muss eigentlich der Vorstand sein und da ist ja der Film mit dabei, weil ich das verstehe. Deswegen finde ich das schon sehr merkwürdig. Aber ich kenne den ja nicht persönlich. In den Videos kam er halt immer so ganz, ganz nett drüber, ne? Aber man weiß ja nicht, wie das dann ist, wenn es ums Geschäftliche geht. Und so weiter und so fort.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne eure Freiheitskommentare posten unter diesem Video. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr von diesem Thema haltet, nachdem ich jetzt hier 16 Minuten lang drüber gequatscht habe. Ich habe auch nur noch 47.000 Coins auf diesem Account. Dann wird es demnächst einen neuen Account geben, auf dem ich diese Pack-Openings mache. Vorbereitung auf das Team of the Year. Das kommt ja Anfang Januar. Ich meine in der ersten, nee, zweite oder dritte, ich weiß es gar nicht mehr. Genau, also es kommt auf jeden Fall in Januar, das Team der Woche. Und das ist halt nur für irgendwie 6 Tage da, also ist schon sehr krass. Da werden so viele Coins rausgehauen werden. Da werden wir uns schon mal drauf vorbereiten. So, und ich glaube, wir sind hier fast durch. Zack, die Bohne. Bam. Mhm. Noch 17.000 Coins habe ich hier. Okay. So, bam. Oh, Gazal. Mhm. Okay. Eitinger. 12.000, da kriegen wir fast wahrscheinlich noch 2,75k Packs, das sind ja 15.000, aber na gut, wir können nicht so viel hiervon abstoßen wahrscheinlich. Ne, reicht gerade mal für ein 5k Pack. Sehr schön, okay, dann machen wir das mal. Machen wir mal 5k Pack auf. Einen Formspieler haben wir heute nochmal gezogen, ist doch schon mal nicht schlecht. Zack. Hawk nehmen wir auch mit. Und ja, dann war's das. Ich sage danke fürs Einschalten, ich hoffe euch hat's gefallen. Eure Meinung, eure Bewertung ist gerne gewünscht. Macht's also gut. Bis zum nächsten Mal.